Hallo meine Lieben, heute habe ich mir mal wieder ein Beziehungsthema für euch rausgepickt und zwar geht es um die große Liebe, L'amour, Love, Miłość, egal in welcher Sprache sie klingt, einfach wundervoll, jeder möchte sie haben und ich möchte euch heute aufzeigen, wie sie sich in eurem Leben präsentieren sollte, die große Liebe. Ich habe mir dazu einige wissenschaftliche Studien angeguckt, Bücher von Beziehungspsychologen gelesen, lass meine persönlichen Erfahrungen mit einfließen, ja sogar Berichte von Scheidungsanwälten, weil sie sollten es ja am besten wissen. Sie wissen, warum Ehen scheitern, Lieben zerbrechen. Und das alles zusammengefasst soll heute euch ein Bild aufzeigen, wie sich, ich finde, die Liebe in unseren Partnerschaften zeigen, geben sollte. Ich wünsche euch heute mit dem Thema viel Spaß. Gleich am Anfang des Videos möchte ich mit den Finger auf dich zeigen. Ja, weil auch bei dem Thema Liebe beginnt alles bei dir selbst. Wenn du nicht weißt, wie Liebe für dich sein sollte, was du in einer Partnerschaft unbedingt brauchst und was überhaupt nicht vorkommen sollte, dann wird es der Partner für dich auch nicht herausfinden. Du musst dich also mit dir selber beschäftigen. Und wie kriegt man das am besten raus? Ja, indem man Beziehungen hat. Weil man kann sich einiges theoretisch vorstellen in seinem Kopf, aber das kann man nur in der Praxis herausfinden. Und wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass die glücklichsten Beziehungen meistens die dritten, vierten oder fünften in dem Leben eines Menschen sind, weil dann hat man Lebenserfahrung, Beziehungserfahrung gehabt und man weiß ganz genau, was man nicht will und was man braucht. Und in diesen späteren Beziehungen, dort wird wirklich meistens die ganz, ganz große Liebe gefunden. Deswegen möchte ich euch wirklich animieren, beschäftigt euch mit dem Thema, geht Beziehung ein. Ich weiß, Liebe kann auch manchmal verletzend sein, aber ohne das kannst du auch nicht herausfinden, was dich glücklich macht und am Ende wirklich Liebe erfüllend zu spüren. Und damit du dich bei dem ganzen Ausprobieren in den Beziehungen nicht verlierst, habe ich hier ein Video gedreht, wie du gut in eine Beziehung kommen solltest. Und für eine erfüllende Beziehung mit ganz viel Liebe ist es wichtig, dass du und dein Partner ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten habt, die euch verbinden. Und dazu gibt es eine ganz einfache Übung und die würde ich euch immer empfehlen, egal ob ihr ein halbes Jahr zusammen seid oder auch zur Überprüfung nach 30 Jahren. Das möchte ich euch einmal aufzeigen, weil sie wirklich sehr simpel ist. Ihr malt dazu zwei Kreise. Ja, wie zwei Eheringe und ihr schreibt, ihr könnt das für euch selber machen, aber auch mit dem Partner zusammen, ihr schreibt Sachen hier, die für euch stehen, ja, die euch individuell machen in der Beziehung und ihr schreibt hier in der Mitte, also in dem Kreis, der euch verbindet, dort schreibt ihr die ganzen Gemeinsamkeiten auf, für die ihr als Partnerschaft steht, für die Meinungen, die ihr gleich habt, für die Hobbys, die ihr gemeinsam tut. Ja? Und wenn hier in der Mitte ganz wenig steht, dann ist es schon ein Anzeichen, dass es nicht die große Liebe ist. Weil, wenn ihr nur als Individuum existiert und hier ja, nur ein, zwei Sachen habt, dann kann das Fundament eurer Beziehung euch nicht über Jahre hinweg in die große Liebe tragen. Und was ich euch nochmal ans Herz legen möchte, was ihr hier nochmal in dieser Übung auf jeden Fall überprüfen solltet, ist, wie kommuniziert ihr miteinander? Ist in eurem Leben Zeit dafür, sich über die Bedürfnisse, Wünsche, Träume, die ihr habt, unterhaltet ihr euch darüber abends beim Glas Wein oder ist dann nur noch so ein Alltag drin, wo ihr nur über eure Arbeit, über andere Leute, Freunde, Familie, Kinder sprecht, aber gar nicht mehr über euch selbst oder über das, was euch verbindet und über eure Ziele und Träume. Und
Ein zweites Thema, erst nochmal wichtig, Nähe und Distanz. Wie ist Nähe und Distanz in eurem Leben? Wollt ihr Nähe haben, bekommt ihr aber sie nicht? Oder braucht ihr etwas mehr Freiheiten, aber der Partner klammert zu sehr? Das sind auch so ausschlaggebende Themen, ja, die eine Beziehung wirklich am Rande der Trennung bringen. Deshalb ist es wichtig, überprüft bitte bei dieser Übung diese zwei Themen mit, neben den Interessen. Das bringt euch wirklich, gibt euch ein klares Bild darüber, ob eure Beziehung wirklich die große Liebe ist. Wann weißt du, dass deine Beziehung, deine Ehe zu Ende ist? Und das ist wirklich, das habe ich persönlich so oft erfahren, das habe ich in so vielen Büchern gelesen, wenn der Respekt für die andere Person verloren gegangen ist. Wenn man den Respekt einfach nicht mehr hat, weil der andere einfach einen nur noch abnervt. Und wenn es keine Aufmerksamkeit mehr in der Beziehung gibt. Wir Menschen brauchen Aufmerksamkeit. Und wenn alles so selbstverständlich geworden ist in der Beziehung, dann ist es häufig schon der Anfang vom Ende. Deswegen möchte ich euch wirklich an euch appellieren. Ihr müsst immer ein respektvolles Verhalten gegenüber eurem Partner aufbringen. Respekt ist so wichtig in der Beziehung und bitte nicht die Sachen, die getan werden, für selbstverständlich nehmen. Wenn euer Schatz was, auch wenn es nur was Kleines ist, für euch tut, dann gibt ihm die Aufmerksamkeit, weil wir brauchen das genauso wie Blumen Wasser. Menschen brauchen Aufmerksamkeit und wenn wir das nicht bekommen, das ist zum Beispiel für Frauen der Fremdgehgrund Nummer 1. Ich habe von meinem Mann zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Also, meine Lieben, bitte diese zwei Themen hochhalten. Die sind immens wichtig für die ganz, ganz große Liebe. Und natürlich darf bei der ganz großen Liebe auch das Thema perfekt, unperfekt nicht fehlen. Unter der Liebe, wie uns Hollywood verkaufen will, scheint ja nur immer Sonnenschein. Und so ist das nicht. Jeder von uns hat natürlich auch Macken. Das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, wie ist die Balance? Weil die große Liebe, ja, da erwarte ich zumindest, dass da 80% sind, wo ich sage, ja, zu dem Menschen. Und 20%, ja, das sind seine Marken, die sind vielleicht auch süß. Aber, und dann insgesamt macht es den Menschen das aus, ja, diese 80%, die ich an liebe, die 20% der Marken, die vielleicht auch noch süß sind, aber insgesamt macht das dann den Menschen aus, den ich als Ganzes liebe. Und wenn du dich ständig über Sachen ärgerst und über mehrere Sachen, nicht nur eine oder zwei, und ständig darüber auch Streit gibt, dann finde ich, ist das nicht die große Liebe. Dann ist da irgendetwas nicht in Ordnung. Da würde ich auch nochmal euch empfehlen, an eurer Kommunikation zu arbeiten. Oder aber ihr geht zu Dr. Sharon Brehm. Hier ist, ich verlinke sie mal, eine tolle Beziehungspsychologin. Sie ist wirklich klasse. Wenn ihr Hilfe in eurer Beziehung braucht, dann könnt ihr euch sicherlich an sie wenden. Sie kann euch da weiterhelfen. Und ein Punkt noch zu dem Thema. Wissenschaftler, das haben auch Wissenschaftler in Beziehung herausgefunden. Wenn ihr ein Thema habt, worüber euch immer streitet, wo es immer Stress gibt, dann ist es manchmal auch gut, sich die Meinung auszutauschen und zu sagen, okay, wir sind verschiedener Meinung, wir kommen hier nicht zum Punkt. Ja, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal Corona. Da gibt es vielleicht Themen, wo man nicht immer gleicher Meinung ist, dass man das austauscht und sagt, okay, jetzt lassen wir das Thema liegen und wir kommen da nicht mehr hinzu, weil wir uns immer bei dem Thema streiten. Und das würde ich euch empfehlen, wenn das Thema nicht das Nonplusultra oberwichtig für euch selber oder für eure Beziehung ist, dass ihr euch einmal drüber gesprochen habt, eure Meinung ausgetauscht habt und dann das Thema einfach liegen lässt. Und einfach nicht drüber spricht. Das kann wirklich helfen. Das haben wirklich in vielen Studien wurde herausgefunden, dass es dann das Allerbeste ist. Und zum Schluss, ja, das habe ich von einem Scheidungsanwalt das Thema aufgegriffen, aber das ist ein wichtiges Thema und zwar ist es das Sexualleben. Ohne Sex in der Beziehung ist es keine Beziehung. Schwester und Bruder haben keinen Sex. Ja? Und wie häufig habe ich auch selber erlebt, wir leben wie Schwester und Bruder in unserer Beziehung, haben keinen Sex mehr, haben keine Nähe, keine Zärtlichkeiten. Und wenn das
nicht in eurer Beziehung mehr sein sollte, dann solltet ihr euch wirklich hinterfragen, ob das noch das ist, was ihr wollt, ob es das die große Liebe ist, weil ich glaube, dann solltet ihr euch wirklich Gedanken machen und mit eurem Partner darüber sprechen, weil Sex macht einfach glücklich, ist wichtig und sollte in keiner Beziehung fehlen. Meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch die Liebe näher bringen können mit den allerwichtigsten Punkten, wie sie sein sollte. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, wenn ich was vergessen haben sollte, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like. Wenn ihr jede Woche mit mir wachsen wollt, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt wird. Ansonsten hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dahin. Tschüss.